Willkommen zurück bei Manticore Galaxy on Fire. Wir haben beim letzten Mal unser Schiff schon aufgewertet, teilweise. Ich kann jetzt hier noch Skillpunkte verteilen und ich habe mir auch überlegt, jetzt, das werde ich auch machen. Ich habe hier zwar nur 21, aber ich kann ja hier Raketen aufwerten und ich könnte hier nämlich die Energie aufwerten. Die Energie werde ich definitiv aufwerten. Und auch die Raketen. Das macht nämlich einiges viel leichter. Und wir haben jetzt die Aufgabe, wieder ein Rennen zu fahren. In Dumpster. Pilot, du hast wieder und wieder bewiesen, wie agil du das Schiff steuern kannst und wie hoch deine Reaktionsgeschwindigkeit ist. Doch dieser Test wird dich an deine Grenzen führen. Du musst durch mehrere Laserröhren fliegen und die Kugeln darin sammeln. Das klingt erst einmal nicht besonders kompliziert, aber du solltest wissen, dass dein Schiff bei der Berührung der Lasergitter großen Schaden nimmt, dass die Kugeln dich beschleunigen, wodurch die Navigation schwieriger wird. Die ultimative Herausforderung. Wow. Die ultimative Herausforderung, liebe Leute. Ultimative Herausforderung. Let's get this mission underway. Flieg durch die Laserröhren und sammel die Kugeln darin ein. Jede Kugel verlängert deine Zeit und beschleunigt dich. Berühre beim Flug durch die Röhre auf keinen Fall das Lasergitter, das dein Schiff schweren Schaden zufügt. Sammle alle Kugeln und erreiche das Ziel innerhalb des Zeitlimits. Dies ist der ultimative Test deines Geschicks und deiner Reaktionsgeschwindigkeit. Deine Reaktionsgeschwindigkeit, Pilot. So, dann zeig mal her hier. Boah, ey. Es war nicht abgemacht, dass die Dinger auch noch sich verändern. Das war kein Deal, Leute. Oh, der hat automatisch anvisiert. Das war unfair. Das war ja total unfair. Wenn er automatisch anvisiert, ist das unfair. Aber richtig unfair. Ich habe noch 8 Sekunden. So. Wohin? Wow, nein, verkackt. Mission gescheitert. Halte bei Mission Neustart. Mantik-Dinger da. Nun gut. Eieiei. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht gut fliegen könnte, aber das war jetzt wirklich schon... War nicht ohne schlechte Eltern. So. Let's get this mission underway. So. Okay. Bah. Wow, 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 wow. Genau, jetzt fliege ich hier volles Kamikaze-Ding. Und jetzt visierst du nicht automatisch an. Ich frag jetzt mal nicht, wieso er nicht beschleunigt. Aber egal. Weil es kann ich beschleunigen. Egal. Oh, komm. Ihr regeneriert euch. Boah, gib mir das auf den Sack, dass er immer automatisch anvisiert. Das macht er mit Absicht. Komm, durch da. Ach, shit. Schon wieder verkackt.
Mann, die Röhren sieht man total bescheiden. Ah, oh, ist das zum Kotzen. Das ist echt richtig, richtig derbe zum Brechen. Die Mission selber ist zwar richtig schön gemacht, aber das ist... Das hat was. Tunnelrennen. Wie gesagt, ätzend ist halt dieses automatische Anvisieren. Na komm. So, durchfliegen. Wow, wow. Ja genau, werf mich einfach mal aus der Bahn. Da war durch. Ich hätte gerne ein dünneres Schiff. So. So. Okay. Haben wir auch. Dadurch muss ich gleich gucken, wo ich lang muss. Da oben rein. So. Nein, ich war doch... Du warst zu langsam. Ist das eine Mission, wo ich kotzen kann? Wo ich kotzen werde? Und so weiter und so weiter und so fort. Davon könnt ihr ausgehen. Oh, ist das ätzend. Na komm. Zack, 5 Sekunden. Nein. Nein, 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 nein. Genau. Schnell wechseln. Kümmere dich nicht um die Minen. So. Besser aus. Okay, wichtig ist, ich darf mich halt nicht treffen lassen. Das ist nämlich sau viel Zeit. Boah. So. Ja, schnell durch. Ja, das sieht doch gut aus. Und durch da. Oh, ich war so kurz vom Ziel. Leck mich am Arsch. So kurz vom Ziel, Leute. So kurz vom Ziel. Und dann... Naja. Egal. Wir haben es geschafft. Für den Rang reicht es nicht, aber wir haben jedenfalls genügend Skillpunkte wieder bekommen. Ach, und jetzt kommen gleich erstmal Gegner an, ne? Ist klar, Leute. Ah, ne, das sind die Minen. Also 4 Informationsteile sind hier und ein Schiffsteil. Letzte verlorene Schiffsteil, was hier fehlt. Ah, da ist es. Nein, nicht das Schiffsteil, aber die Information. Die Röhren noch aktiv? Ja, die sind noch aktiv, schade.
So. So, hier ist jetzt nichts mehr, das war klar. Das heißt also zurück in den Untergrund und hier wird weiter gesucht. Da vorne ist es. Hier weiter ist nichts mehr. Da habe ich das nächste gesehen. Ich mir jetzt auch gleich erstmal schön snacken. Na kommt her, ihr Süßen. Ihr wollt Spaß? Ihr kriegt euren Spaß. Und Wendemanöver. Ja, du bewegst dich. So, komm her. Okay, die snack ich auch weg. Ist der nächste? Danke. Deckel die Deck weg. Direkt erstmal weggesnackt, die beiden. Aha, die drei meine ich. Drei, aha, süß. Was ist das denn schon? Ah. So, das ist hier noch das Schiffsteil. Geil. Darf ich die ganze Strecke hier lang fliegen und hoffen, dass ich das Schiffsteil finde? Was? Flieg's jetzt schon aus. Fliegst du in der Richtung aus? Nee, ne? Nein, das heißt, es ist irgendwo hier. Frage ist nur, wo? Ist es hier? Oder ist es gar hier? Könnte hier überall sein. Da ist es. Und gotcha. Danke. Ging doch. Warum nicht gleich so? Ah, 33 Punkte, damit kann ich doch schon was anfangen. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch ein neues Schiff, ne? Nein, habe ich noch nicht. Mir fehlt noch ein Teil. Verdammt, Alter. Nee, hier durfte ich noch nicht upgraden. Da kann ich erst als nächstes upgraden. Ich glaube, mit dem nächsten Level könnte es funktionieren. Das heißt, wir graden hier mal ab. Bild. Bild kann man immer erhöhen. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es weiter. Wir können schon mal... schon mal gucken, was jetzt hier dann steht. Meistens kriegen wir Informationen zum nächsten Fortschrittsspiel. Genau. Plasmawaffen. Sollten wir uns doch mal mit einer Plasmawaffe ausrüsten. Das ist Laser. Eine Plasma-Streuwaffe. Du sollst nicht upgraden, du solltest ausrüsten. Blödes Ding. Ja, ich glaube nicht, dass ich da upgraden kann, ne? Ne, war klar. 12.050, ne. Kann ich da upgraden? Ja, toll, da kann ich upgraden, dann bin ich bei 1480. Im Vergleich zu 3000, aber ist, glaube ich, besser als das andere. Na halt, ich wollte eigentlich das da ausrüsten. Machen wir es halt so. Streuung und Streuung, ich bin kurz Streckenflieger. Bedanke mich ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trot rein. Tschüss.